Moin, moin, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit RimWorld, dem Spiel, wo Chaos und Zerstörung zumindest bei mir derzeit regiert. Es sieht allerdings trotz allem wieder, ich würde schon sagen, richtig wohnig hier aus. Komm, das Holzbein, das können wir ja mal für schlechte Zeiten mal mitnehmen. Und das Silber, was soll's, ob es nun hier liegt oder im Lager, das tut nichts zur Sache, weil leider zählen für den Wert der Kolonie auch Sonnensachen hier. EMP-Granate. Na, seht ihr das Problem? Wert 9, hast du nicht gesehen. Ist nicht sonderlich gut und wir haben viel zu viel davon eigentlich. Das gibt ordentlich Wert schon, dass wir diese scheiß Granaten auf der Map haben. Auch wenn wir nichts dafür können, weil die gedroppt sind. Aber alles, was auf der Karte ist, zählt halt leider als Wert dazu. Das Holzbein auch, aber kann man zur Not verkaufen. Was haben wir hier noch so Schönes rumliegen? Zählt das auch als Wert? Ich hoffe nicht. Es hat auf jeden Fall keinen Wert, also von daher hoffen wir mal das Beste. Ja, eine Bumalope hat leider auch einen Wert. Und wie geht's dir überhaupt? Achso, linke Niere zerstört. Oh, so ein 90% ist jetzt dadurch so ein bisschen Blutreinheit, ist auch nicht so das Allerprallste, was man haben kann. Aber das passiert nun einmal. Wir werden schon damit leben können und die Bumalope, ja, ebenfalls. Aber die Frage ist, sollen wir derzeit was kann ich die Tiere ja lagern ruhig, das ist ja im Großen und Ganzen jetzt auch kein Problem. Ich muss einfach nur das hier erstmal aussetzen. Ja, komm, machen wir mal. Die Dinger sind ruhig erlaubt. Ich will ja auch nicht zu garstig irgendwie sein. Und ich habe gar nicht nachgeguckt, wie ich hier den Scheiß irgendwie verbrennen kann. Wobei, hier sind zumindest ein paar Sachen, die schon länger auf dem Feld offenbar lagen. Hier lassen wir Tau erstmal Grab besuchen für das liebe Tierchen. Finde ich ja ganz liebreizend, wenn selbst Tau so ein bisschen dem Tier nachtrauert, auch wenn da nicht die ganz enge Bindung war. Füllt Holz für Generator auf, das ist ja schön und gut. Kann ich das hier rüber anzünden? Nee, auch nicht. Was ist das für ein Schmuck? Ich brauche hier irgendwie Molotows oder so. Da habe ich so gerade das ganz intensive Bedürfnis nach. Wo ist das Molotow-Cocktailchen, wenn man es mal braucht? Ja. Garstig, garstig. So, Nähmaschine, elektrisch. Können wir ja mal hier sagen, hey, wir brauchen einen weiteren Staubmantel, den wir nur aus den allerfeinsten Sachen machen, aka Kamelhaar. So muss das sein. Und dann fängt das Ganze schon wieder von vorne an. Nee, diese Dinger, die müssen echt mal kaputt gehen. Ansonsten sehe ich schwarz, weil die haben Wert ohne Ende. Finde ich gar nicht gut. Kann von mir aus auch geklaut werden, wenn da unbedingt welche denken, Mensch, ich überfall die Kolonie und klau mal ein paar EMP-Granaten. Tut es. Werde ich euch nicht so böse bei sein, glaube ich. Was wir wirklich brauchen, sind diese scheiß Geschütze auf jeden Fall. So, und Holz haben wir ja hier in Unmengen jetzt, glaube ich, im Lager, oder? Wie viel Holz haben wir? Holz! Wo ist das? Da, 2300 hast du nicht gesehen. Unsere Mangelware ist jetzt zur Massenware geworden, habe ich den Eindruck. So dass wir mit den Generatoren auch ganz gut versorgt sind, soweit. Also können schlimmer laufen. So, Nähmaschine elektrisch, brauchen nicht so viel. Ja, wir haben hier noch 1000 auf Tasche auf jeden Fall. Da brauchen wir vielleicht noch einen vierten Generator, wenn wir unsere Geschütze holen. Und dann läuft die Kolonie fürs Erste hoffentlich relativ smooth. Wenn nicht, haben wir Pech. Ah, da bräuchten wir theoretisch auch Oh, wir haben derzeit keine Tische.
Zumindest das will ich eigentlich mal machen. Gut, wir brauchen wieder Tische. Da ein und da ein. Und Holzstühle müssen auch ausreichen. Das ist das billigere Material, deswegen nutze ich das jetzt derzeit auch. Weil dann der Wert nicht ganz so doll ansteigt. Ich hoffe, die wären jetzt nicht zu gut, die Stühle. Das wäre nämlich ein Problem. Und hier, das Zeug, das muss verrotten, verdammt nochmal. Einfach nur verrotten. Dafür wird es hingetragen. Zu keinem anderen Zweck. Fleisch kann gerne frisch bleiben, da habe ich nichts gegen. So, müsst auch hier, ja, das ist gut gekühlt bei den vielen Kühlern, kein Wunder. So, dann können wir das ja mal wieder hier zum Gästebett machen. Ach, da brauchen wir das auch schon. Naja, warum nicht? Immer schön da reinballern und hoffen, dass die Teufelsgarnpilze vorm nächsten ganz großen Überfall gut gereift sind. Boah, ich habe ehrlich gesagt echt Schiss, was das angeht. Das geht nicht gut aus. Oh, warte mal. Das muss ich mal erstmal tun. Herr Riesling, du brauchst eine neue Waffe. Auch wenn du vielleicht nicht ausgeschlafen hast, aber mir... Oh nö, doch. Der Schlaf, der wirkt eigentlich ganz in Ordnung bei ihm. Geht trotzdem nochmal. Oder auch nicht. Er betet. Riesling betet. Seit wann beten die? Seit wann haben die überhaupt Götter? Hä? Hab ich irgendwas verpasst? Ich weiß es nicht. Och, wir sind jetzt schon im Jahr 5501 im Aprimae. So schnell geht das Ganze. Könnt ihr mal sehen, da. So schnell befindet man sich im zweiten Jahr. Und das auch noch mit relativ viel Glück. Also den einen Angriff, dass wir den überlebt haben. Heilige Scheiße. Das kam echt unerwartet. Haben wir hier überhaupt noch mehr Tiere, von denen wir noch nichts wissen oder so? Nö, aber Forschung sind wir bald schon wieder fertig. Wunderbar. Forschungsmenü, da machen wir mal schnell hier. Ja, es geht mir zu schnell, es geht mir zu schnell. Geschütztürme forschen. Genau, das könnten wir. Entweder bauen wir es da mit rein oder. Gute Frage, nächste Frage. Hier haben wir eigentlich die größte offene Fläche. Da können wir eigentlich richtig schön Geschütztürme reinballern. Ja, komm, machen wir, glaube ich. Oder wir machen es hier rein und... Genau, können wir ja machen. Das klingt gut. Ich mache die ersten, baue ich irgendwie da rein. Können wir noch irgendwie zusätzliche Dinge da bauen. So, dann kamen wir auch noch irgendwie so ein bisschen was an Schutz. Und gönn uns noch ein paar Steinwände, glaube ich, oder? Ach ja, wieso eigentlich nicht? Machen wir das mal so, dann hat man auch noch irgendwas so als kleinen weiteren Zusatzschutz oder so. Müssen wir mal sehen, wie wir das am besten angehen. In der Theorie klingt das zumindest gar nicht so doof. Das wäre jetzt so unsere Hauptschutzzone. Und wenn die hier angreifen, ist Pech, dann sind die Lebensmittel eben mal ein bisschen geringer. Kann ich auch mit leben.
Und hier soll das ganze Essen verderben. Und es klappt auch so langsam, aber sicher. Und auch das sehr, sehr langsam und unsicher. Aber es klappt irgendwie. Oh, da brauche ich noch so eine Mini-Lagerzone. So, Lager. Alles löschen und dafür nehmen wir hergestellt oder so, ne? Nee, das ist das Falsche. So, Nahrung schließe ich auch. Hergestellt. Waffen, ich glaube, da sind wir richtig. Fernkampfwaffen. Haben wir hier Mörsergeschoss oder sowas? Granaten. EMP-Granaten. Nee, das ist auch nicht so ganz das Richtige. Wurde doch hergestellt. Bauteilgewürz. Hochwert. Seit wann gibt es die denn? Sind mir noch nicht so wirklich geläufig irgendwie. Nahkampfwaffen? Nee. Wo haben wir diese Mörser-Sachen? Worunter zählt das? Achso, ist Granate. Okay, das kommt dann also doch da rein. EMP-Granate. Dann nochmal unter Fernkampfgezeugs. Dreifach-Raketenwerfer. Ja, der ist doch auch ganz schnuckelig, habe ich den Eindruck. Da kommen die EMP-Granaten. Bam. Die dürfen da nur rein. Dann können wir die auch freigeben. Weil wir hier eine Zone wichtige Priorität haben. Zusammenbruch. Gojuice Access. Jawohl. Riesling ist jetzt voll in Laune, habe ich den Eindruck. Auch wenn die Drogen erst gar nicht konsumiert werden sollten. Ach, das ist ein anderes Thema. Darum geht es jetzt nicht. Wird schon irgendwie schief gehen. Mal sehen, was Riesling da anstellt. Oh Gott, nimmt noch mehr Gojuice ein. Überdosis. Joa, das passiert auch, habe ich mir sagen lassen. Und Gojuice süchtig. Scheiße. Das ist natürlich nicht gut, aber hat ja auch hier Rauschmittelfaszination, ja. Schöne Scheiße auf jeden Fall. Finde ich nicht gut. Absolut nicht gut. Gut. EMP-Granate. Hallo. Die soll hier rein. Da. EMP-Granate. Und ganz wichtig und überhaupt. Das muss noch umgelagert werden, auf jeden Fall. Und mal sehen, wie lange Riesling braucht. Nein. Bitte, Leute. Hühner, die bringen mir gar nichts im Kampf. Geht weg. Ihr kriegt jetzt das Tiergebiet. War das 2 oder so? Hatten wir hier nicht irgendein schönes? Müssen wir nochmal schauen. Zone, Tiergebiet. Arbeitsgebiet, Tiergebiet 2. War es das hier oder so? Da haben wir es doch. Genau, die werden jetzt einfach Tiergebiet 2 zugeordnet, auf das die sterben. Jämmerlich und elendig. Die kann ich in deren Masse einfach nicht gebrauchen derzeit. Tut mir leid, Hühner. Euch will ich nicht. Und wir haben wieder ein Puma in der Nähe. So langsam will mich das Spiel aber schon so ein bisschen auf die Probe stellen, habe ich den Eindruck. Also lieb meint ist der Randy derzeit nicht mit mir. Ein Strauß wurde zahm. Boah. Das kann man schon eher gebrauchen, glaube ich, oder? So ein Strauß, der kann sich doch sicherlich auch wehren. Aber, ne? Kann man nicht wirklich für Transport und sowas gebrauchen. Naja, wird schon gehen. Dann brauchen wir hier eine Zuweisung für Tiergebiet 1. Jawohl. Wird schon schief gehen.
Beim Strauß habe ich zumindest noch etwas Hoffnung. Elefant wäre aber deutlich angenehmer. Was ist überhaupt unser höchster Tierzähmwert? Wo haben wir denn? Tierfliege, Dönerfrikadellchen. Wie schaut es da denn aus? Auch das Zero theoretisch nicht so schlecht, aber der geht ja immer gleich in die Fötushaltung, wenn er Gefahr läuft, irgendwie verletzt zu werden. Ich weiß nicht, wie viel braucht man überhaupt? Steht das irgendwo, wie viel man für einen Elefanten braucht, um den zu zähmen? Weil so einen Elefanten, den hätte ich ja richtig Bock drauf. Oder ein Nashorn. Das letzte Nashorn hätte auch was. Steht da irgendwas? Warte mal. Tierpflege Mindestwert. Wildheit 90%. Was bedeutet denn Wildheit 90%? Endergebnis 8. Okay. Das Individuum kann ein Tier weder zähmen, trainieren noch befehligen, wenn seine Tierpflegefähigkeiten unter diesem Wert liegen. Okay. Haben wir hier gerade ein Terreur? Da sind Terreurs. Und da haben wir noch ein Nashorn. Ich weiß nicht, gehen wir sonst ein Nashorn an, sobald es sich anbietet? Ich weiß gar nicht. Kann man ja machen, theoretisch. Ich meine, warum nicht? Wäre eigentlich der Hammer. Ich glaube, die Dinger, die können auch ordentlich zuhauen. Was machen die an Schaden? Kann man das hier irgendwie sehen? Nahkampfschaden pro Sekunde. 5.53. Haben sicherlich ein Arsch voll Energie. Maximale Wohlfühltemperatur. Ja, 50 ist jetzt nicht so pralle, aber naja. Man gönnt sich ja sonst nichts. Können die überhaupt tragen? Nashorn, das ist ganz wichtig. Körper, nee, Informationen hier. Was für Dinge können die machen? Was für eine Intelligenz haben die vor allem? Steht das da irgendwo? Ob man die irgendwie als Packtiere missbrauchen kann? Trainierbare Intelligenz, mittelmäßig. Ja, das ist nicht so dolle. Ein Elefant, was hat der für eine Intelligenz? So, erstmal zum Zähmen braucht es Mindestwert 6. Kann man mal sehen. Und trainierbare Intelligenz, sehr gut. Oh, das ist natürlich schon mal ein bisschen angenehmer. Dann würde ich eigentlich doch gerne lieber Elefant nehmen. Scheint mir per se eigentlich die bessere Wahl zu sein. Wir müssen halt nur mal wieder so ein einzelnes Terror sehen. Dann wird's auch was. Ah gut, das können wir ja immer noch beim nächsten Mal dann entscheiden, wenn wir eins finden oder auch nicht. Zero forscht wunderbarerweise weiter. Und die Teufelsgarnpilze sind bald bei Halbzeit auf jeden Fall schon. Gar nicht mal so schlecht. Und so langsam verdirbt hier auch unser Essen, wie wir es gerne wollen. Beziehungsweise eigentlich noch etwas zu langsam. Ich hätte es ja lieber ein bisschen schneller. Aber egal. Lassen wir das Ganze einfach mal so stehen. Und Überlebensration, die kann man ja zumindest retten. Und sehen uns dann einfach beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Daddlezeit hier mit RimWorld. Ciao, ciao.